Oh Mann, was geht YouTube? In dem heutigen Video habe ich, ohne dass es komisch klingt, es ist aber nicht komisch, also es ist halt wirklich so, ich habe mir halt für eine Stunde einen Igel gemietet auf so einer Webseite. Ich habe da jetzt nichts Komisches oder sowas gemacht. Es war halt einfach nur wirklich so, ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, weil ich ihre Fragen da, also ich habe ihr viele Fragen gestellt. Es ist aber an sich ein ganz lustiges. Es wäre auch sehr, sehr, sehr lieb. Und ja, ich hoffe, euch gefallen solche Art von Videos mehr. Falls ihr mal solche Videos wiedersehen wollt, vielleicht hole ich mir mal irgendwann einen Coach ran, der mich irgendwie coachen soll oder irgend sowas. Und dann würde ich das irgendwie probieren oder sowas. Keine Ahnung. Falls euch sowas gefällt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Danke für den ganzen Support. G2 Legend Item Shop. Ich küsse eure Herzen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hallo. Also, willst du dich kurz vorstellen? Oh ja, ich bin Johanna, ich bin 20 Jahre alt. Also, bist du so im Fortnite-Bereich so tätig? Also, kennst du so die Leute, die Content Creator oder Pros, sonst was? Nee, also generell ist nur so, also generell Twitch gucke ich nicht so häufig, aber halt YouTube so, also ich kenne halt nur so, keine Ahnung, Monte, Trimax, TFU, Ninja und sowas, ne? Ja. Ja, okay, der Klassiker. Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Zu dem, weil ich Ach hab's ja so, nicht selber gemacht. soll ich das Ja, vielleicht du generell kannst. erstmal erklären? Du kannst es sagen, Okay, du kannst es sagen. also E-Poll ist eine Website, wo Leute, die zum Beispiel jemanden zum Spielen suchen, zum Beispiel jetzt für Duos oder für Trios oder Squads, sowas auch immer, Leute anschreiben können, die sie dann bezahlen und die spielen dann mit einer Person. Es gibt halt Coaches oder ganz normal Gaming. Wie lange machst du das jetzt ungefähr? Ja. Ist eigentlich auch interessant. Ich sehe das manchmal auf TikTok so. Diese Werbung dafür. Ja, gut, die ist, ja, also es ist schon ein bisschen, also ich mache jetzt keine irgendwie Anime-Sounds oder sowas jetzt, Ja, also so. das ist mir bewusst. Lass uns hier hinlanden. Das passt. Einfach nur, Okay. damit es das chillig ist. Und ich spiele auch häufiger in Gruppen, das heißt, wenn eine Person sagt, ja, ich möchte Squad voll machen, aber halt nur der eine Typ, dann und die anderen sind alle von der Seite. Weil es gibt Leute, die dann drei Personen kaufen, sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, das ist Hört sich interessant an. meistens ganz lustig. Also, es ist meistens besser, als wenn es nur eine Person ist, mit der man spielt, weil manchmal gibt es so Leute, die dann einfach nichts sagen. Man muss ja irgendwie die Konversation so machen und dann sagt er einfach nichts. Und ich denke so, ja, okay, was sage ich jetzt? Ja, ich weiß. Also fühle ich mich auch etwas, aber mein Chat supportet mich. Also ich bin persönlich so die Person, die so absolut katastrophal in kommunizieren. Deswegen, ja, aber passt schon. Wir kennen das schon. Er fragt, weißt du, dass ich ein Pro bin oder kennst du mich nicht so im Bereich? G2 sagt mir schon was halt von League of Legends, aber ich habe es noch nie irgendwie. Also, ich kenne ja sowieso keine Pro-Player, deshalb habe ich noch nie von dir so gehört, ne? Ja, aber ist auch, glaube ich, normal. Ich glaube, die meisten Leute in den Casual-Bereich sind sowieso so mehr dieses chillige Spielen. Also, ja. Also, machst du nur das oder streamst du auch manchmal oder sowas? Nee, ich spiele einfach nur. Okay. Aber manchmal bin ich auch so bei Streams mit dabei oder so. Hattest du schon oft den Fall, wo Diese Leute gestreamt Fläche? haben? Ja. Ja, so ein paar Mal. Du bist 20 Jahre alt, richtig? Genau. Also du machst diese Webseite jetzt so seit einem Jahr ungefähr, ne? Ja, das stimmt. Also, das ist nur so eine generelle Frage. Musst du nicht beantworten, wenn du es nicht beantworten willst. Ja, klar. Aber in diesem ganzen Jahr, wie viel hast du ungefähr verdient, wenn ich fragen darf? So 6.000. 6.000, also. Das geht Ja. aber voll fit, wenn du so nebenbei machst. Da ist jemand. Wo? Oh, sind die schlecht? Das ist ja schlechter als. Oh Gott. Ja, ist halt Arena, Als also. Second Account. Ja, okay, super. Ja, ist in den höheren Punkten wäre es ein bisschen anders. Für welches Game wurdest du am meisten, also gebucht sozusagen? League of Legends ist das, was am meisten gebucht wird. Weil das halt auch am häufigsten irgendwie gespielt wird, habe ich das Gefühl, zumindest in Deutschland. Also machst du auch so international, also redest du Englisch auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Abitur gemacht und dann Englisch LK gehabt, deshalb. Na, okay. Okay, ich merke schon. Ja, aber man hat auch manchmal so nicht so schöne Erfahrungen, sage ich mal so. Also es gibt auch Leute, die da andere Intentionen haben, wenn man dann in den Club kommt. Ja, ich glaub dir das schon. Was das Schlimmste war, oh, das war, achso, ja, ich habe den Chat jetzt auch offen, weil sonst Ja, kann ich. Achso, ich weiß nicht, darf ich das im Stream überhaupt sagen?
Was? Ja, aber sag einfach, ich glaube, passt schon. Okay, er meinte, can we watch hentai together and you make the noises? Oh mein Gott, okay. Okay, okay. Das ist also ein Zwillium-Fall, okay, gut zu wissen. Ja, aber sowas passiert leider häufig, also dass sie dann glauben, man kann mit denen irgendwelche Pornos anschauen und dann auch dazu, ne? Okay. Weißt du, wie viel kostet das so? Ich glaube, 8 Euro war das jetzt, oder? Das oder? Also für eine Stunde, also ich krieg 6 und wegen den Fees musst du halt, also beziehungsweise der andere muss dann halt mehr bezahlen. Ah, also, ach so, ja, okay, passt. Sonst verdient die Seite ja nichts. Ja, ja, das ergibt Sinn. Aber ich habe auch leider öfter mal so Kinder, sag ich mal, die das dann ausprobieren und das dann ein bisschen anstrengend. Weil die checken dann nicht, dass es halt eben nicht ist, weil ich so gerne mit denen spiele, sondern, ne, so. Ja. Das war, glaube ich, 7 oder so. Warte, 7-Jährige? Wir haben 7-Jährige auf der Seite jetzt aber Zugriff. Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht, dass er so jung ist. Auf jeden Fall hat er ganz normal geschrieben. Ich habe ihn geordert, habe ihn eingeladen und dann so, hallo! Und ich so, oh, wie alt bist du denn? Ich bin 7! Okay. Alter, der junge Driss. Aber warte mal, muss man nicht irgendwie, also soweit ich weiß, muss man auch sein Alter irgendwie konfirmen oder nicht? Nee. Okay, gut zu wissen. Da drüben ist übrigens jemand, der auf mich snipt in der DMR. Ja, passt. Achso, du feindest selber gerade. Ja, ich hab's schon. Könnte aber auch ein Voice Changer sein, oder nicht? Oder war es wirklich nee. So? Also, wenn er dich dann fragt, wie viele Kronensiege hast du? Zeig mal, boah, du spielst halt Season 3. Hast du auch den Hype-Tanz? Zeig mal. Das ist, glaube ich, dann kein Soundboard. Ja, wohl. Kann aber, also ich kenne schon Leute, die sind Profis. Ja, aber der. Mann, ich bin ein bisschen krank. Ja, passt schon. Hattest du auch schon mal so einen Fall, wo du mit einem komplett älteren gespielt hast? Also, ich denke so Alter 50? Ja, das ist dann ein bisschen unangenehm. Also, es kommt drauf an, manche hören sich dann ein bisschen jünger an und verstehen auch so mehr Sachen, die man dann reden wollen, sag ich mal. Aber. Der Älteste war 50 und das war halt schon mies unangenehm. Also der hat das auch nicht gecheckt, wenn ich irgendwie einen Spaß gemacht habe oder so. Also wir haben Fortnite gespielt und der war halt wirklich... Also so einen schlechten Fortnite-Spieler habe ich noch nie gesehen. Ja, wir sind Motorrad gefahren, ich bin abgesprungen, hab die Gegner gekillt. Dann ist ein Gegner auf sein Motorrad drauf und er ist mit dem Gegner weggefahren, anstatt mit mir. Also, ja. Achso, das war also sogar die Season. Also, hast du bei Minecraft so einen Fall eher selten oder eher öfter? Also Minecraft. Nee, bei Minecraft eigentlich gar nicht tatsächlich. Die wollen dann immer Bed Wars spielen oder ich soll den Haus bauen oder so. Ein Haus bauen für sie? Ja, ich bin super im Bauen, wie du siehst. Gut zu wissen. Also machst du das, weil es dir auch Spaß macht, mit den Leuten zu reden oder machst du es einfach nur so als Nebenverdienst? Nein, also ich spiele generell viel und ich bin das auch gewohnt, so mit Randoms zu spielen, weil Fortnite Random Sports und so gab es ja schon vorher. Deshalb, Oder halt, ich habe auch mal Leute geerdet. Weil ein Mädchen ist halt öfter so, ach, du bist ein Mädchen, du spielst Lux, ja, komm in meine Gruppe. Also. Ja. Yeah. Also, was machst du denn so in der Nebenzeit außer des Spielen? Also. Du hast ja, gemeint, dass du Abitur fertig gemacht. Grundschule. Mhm. Boah, das ist stark. Gut, okay. Also ich hatte schon viel gesagt, aber Grundschule, das ist schon heftig. Das ist geil. Fühl ich. Muss halt aufpassen, dass deine eigenen Schüler dich nicht buchen. Das, davon gehe ich nicht aus. Das sind tatsächlich normale Kinder. Weiß ja nie, ne? Ja, ansonsten ganz egal. Also kann man auch so Sachen abbrechen? Wenn dir das irgendwie zu unangenehm wird, kannst du dir ja, das... aber ich muss dann refunden. Es sei denn, die Leute wissen das nicht, dann refunden ich. Ja. Was waren mal deine maximalen Kunden am Tag? 13. 13? Mal bis 3 Uhr nachts?
Wie viel hast du in dem Tag dann auch so ungefähr gemacht? 120. Mhm. Oh, let's go, ich hab mich so gut, oh mein Gott. Dann spielt's nicht auf der Arena, ne? Nö. Ja, das war schon alles gut. Ja. Nein, beide sind nach falsch an irgendwie gestorben. Ich weiß jetzt zwar nicht wie, aber. Gut. Ja, so geht man mit Zwets um, wenn die hochbauen. Okay. Ja, also ich mach halt auch wegen einem Video jetzt einfach so, ne? Dazu, aber. Ja klar. Also dass du nicht von so auf die Idee kommst, ist mir schon klar. Hat er fragt, ob du mal gebucht wurdest für Hausaufgaben. Nee, also Hausaufgaben. Ja, okay, flex halt noch mehr. Ne, ich mach's zwar nebenbei, ich flex dich damit. Ach so, ja, okay. Also, ich bau so. Ja, also wenn du das... Oh, warte mal, das sieht gar nicht gut aus. Wie, das sieht nicht gut aus? Nee, du kannst mich hier jetzt nicht alleine lassen. Nee, hab ich auch nicht vor. Ich musste kurz einfach nur ein bisschen raffen. Drin. Ja, ich hab ihn. Oh, let's go. Ja. Also ich habe 2 Kills gemacht. Zwiegelneuigkeit 20%. Let's go. Kann man sich auch in Real Life treffen, wenn man sich gut verstanden hat. Also einer hat es gefragt. Einer hat gefragt, frag sie, wie viel sie denkt, dass du durch Fortnite verdienst. Aber egal, das hat ja. Also. Ja, also, wenn du dich mit Fortnite nicht so auskennst, dann. Ja, ich schätze einfach ungefähr. Ich sag jetzt nur von Fortnite. 100.000? Ja, so ist die Richtung. Mehr. Mehr, okay. 500.000. Ja, okay, das ist etwas zu viel. Das ist doppelt so 100.000. Alter, der größte Twitch überall. Nein, wir reden ja nur von, vom Fortnite, nicht von meinem Twitch-Geld. Scheiße, das ist unser erster Los? Nein. Nein, ich kläre das schon. Okay, vielleicht doch nicht. Ja, ich hab keine Mats, Ausrede. Na egal, einfach nächste Runde. Er hat gefragt. Link für den Freund hat er gefragt. Kann ich mitspielen? Mache zwischen 10 und 20 Kills. Okay. Bist du dann auch, wenn du das so, wenn du so bekannt bist, auch auf der Straße erkannt und sowas? Ja, ich werde sehr, sehr oft bekannt. Also. Selbst, wo kommst du denn ungefähr her? Ich komme aus. Also so eine Stunde von Hannover, also Niedersachsen. So, ich komme aus Niedersachsen. Echt? Ja. Stabil. Aber ich weiß nicht, ich finde. Ja, so Hannover ist halt eher öfter, aber. Aber bei mir selbst, diese Stadt bei mir, die kleine, die ist ein bisschen Rotz, aber. Also. Ja, also da kenne mich halt auch wieder, weißt du? Okay. Und wie gehst du dann damit um? Also. Ja, mal einfach ein Foto mit denen und dann passt das schon. Also, wenn mich dann jemand irgendwie öfters fragt, dann sag ich dir einfach ins Gesicht, dass du nervst oder so. Ist mir egal. Also, ich habe halt so kein Schamgefühl bei sowas. Also, wenn ich genervt bin oder sowas, dann sag ich dir direkt. Also, ich schäme mich auch so oder so viel, aber. Ist sehr selten der Fall, weißt du? Also, wenn die mich jetzt nicht so verfolgen oder so. Aber. Das Schock und zwei, Alter. Bravo, Schicksal. Oha. Wie haben denn deine Eltern überhaupt erstmal reagiert, als du warst, oh, ich stream jetzt auf Twitch. Ich verdiene jetzt mit Fortnite mein Geld.
gemacht. Also ich habe zuerst 50.000 gewonnen und dann habe ich das so. Ah, okay. Ja. Aber die waren damit zufrieden. Ich habe aber, die haben trotzdem gesagt, dass ich Schule und so beenden soll und dann. Ja, klar. Vollzeit, ne? Und hast du auch manchmal keine Lust zu spielen? Also ich denke mal, wenn du das den ganzen Tag machst, dann ist es doch. Also, ja. Aber dann spiele ich einfach andere Spiele. Oder so. Ach so. Ja. Von den Kunden generell? Nein, also es hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Und ne, falls du jemanden wieder brauchst für DOS, kannst du gerne Bescheid sagen. Spaß, ich finde es mir eh nicht, die wird so schlecht. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf ePol folgen, ne? GT Legend Item Shop. Ja, das war schön, das ist gut. Okay, ich danke dir. Danke für die Stunde. I'm the big Lechi. G2 Lechi for you, bitch.